Der Donbass gehört mir. Die Krim gehört mir. Dieses Foto von einem Friedensvertrag ist gestellt. Nichts daran stimmt. Und doch ist alles echt. Du darfst nicht lächeln, einverstanden? Kein Lächeln. Du guckst unzufrieden. So, du hast ihn und er hasst dich. Du lächelst, weil du immer lächelst. Du lächelst immer. Die Gesichter kommen einem bekannt vor. Doch im echten Leben leitet Putin ein Transportunternehmen, Selenskyj ist Karosseriebauer und Kim Jong-un ist Musikproduzent. Die drei Staatschef-Doubles kommen aus Polen, Usbekistan und Hongkong. Ihr Leben drehte sich um 180 Grad, als Russland letzten Februar in die Ukraine einmarschierte. Ah, dich mag ich. Ich heiße Sławomir Sobala. Ich bin in mehreren Branchen unterwegs. Ich bin gelernter Landvermesser. Aber heute leite ich ein Transport- und Logistikunternehmen. Sławomir lebt in Breslau in Polen, nahe der deutschen Grenze. Dass ich Putin endlich sehe, fiel mir zum ersten Mal im Urlaub auf. Auf der Straße kamen Leute auf mich zu und meinten, wissen Sie, dass Sie dem russischen Präsidenten Wladimir Putin unheimlich ähnlich sehen? Da fing ich an, mich mit Putins Karriere zu befassen. Ich habe seine Mimik und seine und meine Fotos verglichen. Mir kommen unsere Augen ähnlich vor, sowohl die Farbe als auch die Form. Meine Nase ist je nach Blickwinkel mal mehr und mal weniger ähnlich. Was die Haarpracht angeht, hat uns die Natur beide eher stiefmütterlich behandelt. Innerhalb von 15 Jahren wurde Sławomir zu einem sehr bekannten Putin-Double. Sprich auf Kantonesisch nach, was ich sage. Er spielte Putin in Werbespots in Hongkong, war Putin in Mexiko oder Israel, in Clips oder bei diesem Theaterprojekt in Edinburgh. Putin war bis zum Ausbruch des Krieges ein geachteter Politiker, ob einem das nun gefällt oder nicht. Er nahm an allen internationalen Gipfeln teil. Er verkehrte mit Staatschefs aus aller Welt. Ich persönlich hatte bis zum Kriegsausbruch keinerlei Probleme. Der 24. Februar hat für mich alles verändert. Ich ernte oft sehr unfreundliche Blicke. Man lässt seinen ganzen Frust an mir aus. Zum ersten Mal wird mir bewusst, dass meine Ähnlichkeit mit Putin für mich und mein Umfeld gefährlich sein kann. Ich habe schon Drohungen und Hassnachrichten bekommen. Einige Tage nach dem Einmarsch in die Ukraine erhält Sławomir einen unerwarteten Anruf. Howard, Double von Diktator Kim Jong-un, sieht sich als Vermittler zwischen den Staatschef-Doubles. Er bittet um Hilfe bei einer Ausschleusungsaktion. Ihre Mission? Die Rettung eines Kollegen. Howard erzählte mir, dass einer seiner Freunde in der Ukraine, ein Double von Präsident Selenskyj, wegen des Krieges in Kiew festsäße. Ich verstand nicht gleich, weshalb er mich kontaktierte und wie ich helfen könnte. Howard, der in Hongkong geborene falsche Kim Jong-un, war zu Beginn des Ukraine-Krieges in Singapur. Als Selenskyj zum Todfeind der Russen wurde, dachte er sofort an dessen Doppelgänger Umid Isabaev,
Er hatte mit ihm 2020 eine russische Doku über Politiker-Doubles gedreht. Ich dachte sofort an Umid. Als ich zuletzt von ihm gehört hatte, war er in Russland. Er hatte einen Vertrag mit einem russischen Produzenten unterzeichnet. Doch zu meiner Überraschung antwortete er auf Instagram oder Facebook, dass er in Kiew sei. Ich fragte, was machst du da? Du solltest nicht dort sein. Du solltest so schnell wie möglich ausreisen. Der Krieg rückte immer näher. Die Fenster und der Balkon bebten unter den Explosionen. Damals schrieb und telefonierte Howard täglich mit mir. Er sagte, er wolle mir helfen, das Land zu verlassen. Genau zu der Zeit schrieb mir auch ein ehemaliger Produzent aus Moskau und fragte, du bist in Kiew? Ich antwortete, ja, ich bin in Kiew. Er meinte, du bist in Gefahr, man könnte dich bald töten. Hör zu, ich gebe dir eine Adresse und du fährst in Richtung Lemberg im Westen der Ukraine. Dahin gehst du. Wir organisieren alles. Wir holen dich über die russische Botschaft in Polen raus. Keine Sorge. Da sagte ich zu Umid, dieser Russe erzählt dir Blödsinn. Ich gehöre keiner Regierung oder Organisation an. Es gibt nur Slavomir und mich, Doubles wie du. Du bist einer von uns. Wir Staatschef-Doubles sind eine kleine Familie. Deshalb holen wir dich da raus. Wir wollen, dass du in Sicherheit bist. Ich will nicht, dass du gekidnappt wirst und der russischen Propaganda in die Hände spielst, denn genau das haben die vor. Also sagte ich zu Howard, ich akzeptiere deinen Vorschlag, die Ukraine zu verlassen. Ich beschloss, Slavomir zu kontaktieren, der in Polen lebt. Das liegt direkt neben der Ukraine. Ich dachte mir, er hat sicher Kontakte. Als erstes versuchte ich herauszufinden, in welchem Viertel in Kiew er war. Dann ließ ich meine Beziehungen spielen. Ich kenne viele Ukrainer, die in Polen wohnen. Das Kim Jong-un-Double Howard befürchtet, der falsche Selenskyj könnte in eine Falle der russischen Propaganda geraten. Er will ihn in Polen in Sicherheit bringen. Als er an die Grenze zu Polen kam, nahm ihn die ukrainische Polizei fest. Man durchsuchte sein Telefon und sah, dass er mit Russland telefoniert hatte. Man verhörte ihn und war sehr misstrauisch. Da musste er ihnen erklären, ich bin ein Selenskyj-Double. Hätte er ausgesehen wie irgendjemand anders, wäre er für Anrufe nach Russland verhaftet worden und ins Gefängnis gekommen. Und sie hätten ihn tagelang verhört. Nur wegen seiner Ähnlichkeit mit Selenskyj kam er frei. Nach 4 Tagen Flucht kommt das Selenskyj-Double in Polen an. Hier trifft er zum ersten Mal das Putin-Double in seiner Stadt Breslau. Ich ging ihn im Hotel begrüßen. Wir fielen einander in die Arme wie Kinder. Das war sehr bewegend. Wir Doppelgänger sind so eine Art Mikrogesellschaft, eine informelle, aber sehr verbundene Organisation. Wir halten engen Kontakt. Politiker-Double sind eine ganz eigene Welt. Eine Welt, in der das Selenskyj-Double zufällig gelandet ist. Umid wuchs in der ehemaligen Sowjetrepublik Usbekistan auf, als Sohn eines Karosseriebauers. Er lebte 15 Jahre lang in Moskau, wo er mit seiner Frau und seinen 4 Kindern ein besseres Leben anfangen wollte. Bis zu jenem Tag 2019. Es war ein ganz normaler Tag. Ich fuhr zur Arbeit und jemand fotografierte mich in der U-Bahn. Das hier bin ich. Ich wurde entdeckt und dieses Foto wurde in den sozialen Medien veröffentlicht. So fing das ganze Chaos an.
Nach diesem Vorfall in der U-Bahn las ich die Geschichte meines Doppelgängers, wo er studiert hatte, wo er dann hinging, wie er Präsident wurde. Ich fing an, ihn wie meinen eigenen Bruder zu lieben. Zwei Jahre lang parodierte Umid Präsident Selenskyj in öffentlichen kremlnahen Fernsehsendern. Eines Tages zeigte ich meiner Frau einen neuen Vertrag, dem ein Drehbuch beilag. Ich wusste, wenn ich diese Rolle annahm, würde mich nicht nur Präsident Selenskyj, sondern das ganze ukrainische Volk hassen. 2021, ein Jahr vor dem Krieg, erhält Umid Nachricht von einem Unbekannten, der ihn einlädt, in die Ukraine zu ziehen. Diese Person schrieb: Bitte lass die Propagandisten nicht dein Bild missbrauchen, um unseren Präsidenten zu verspotten. Ich kann gar nicht sagen, wer mich eingeladen hat, aber man holte mich am Flughafen Kiew ab. Man bot mir eine sehr komfortable Wohnung für mich allein an. Für sie zählte nur, dass ich Selenskyj nicht lächerlich machte. Steckte dahinter die ukrainische Regierung, der Geheimdienst oder eine Produktionsgesellschaft? Er hat keine Ahnung, wer ihn vor dem Ukraine-Krieg herholte, um zu verhindern, dass er in russischen Filmen mitspielte. Sechs Monate nach Umids Ausschleusung reist Kim aus seiner Heimat Singapur nach Deutschland. Erstmals trifft er hier seinen Schützling, den er noch nie persönlich gesehen hat. Ich riet ihm, nach Deutschland zu gehen. Ich hatte die Gesetze aller europäischen Länder geprüft. Deutschland schien mir am besten geeignet zu sein. Dort kümmert man sich am besten um Asylsuchende und hat die größten Chancen, anerkannt zu werden. Der falsche Kim will sich mit eigenen Augen das Asylzentrum in Weeze ansehen, in dem der Selenskyj-Doppelgänger auf seine Anerkennung wartet. Doch Kim hat panische Angst vor Corona. Alright, cool. Lass die Maske bitte auf. Nein, deine Maske. Okay, als erstes lasse ich ihn auf Corona testen. Nicht im 45-Grad-Winkel, sondern im 90-Grad-Winkel. Ganz gerade einführen. Wenn wir essen, halten wir Abstand. Da er gerade negativ getestet wurde, können wir unsere Masken jetzt ausziehen. Du kannst sie jetzt ausziehen. Oh Gott, nein! Du darfst dir nie den Mund mit der Außenseite der Maske abwischen. Denn genau da sitzt das Virus. Niemals. Endlich sehen wir uns. Er ist wie meine zweite Mutter. An diesen wenigen gemeinsamen Tagen hat Howard viel vor. Er will Selenskyjs Fluch zu einer Chance machen und ihm zeigen, wie er als Double Geld verdienen kann. Er erklärt sich zu seinem Agenten. Jetzt, wo er außerhalb seiner Komfortzone ist, er spricht zum Beispiel nicht die Sprache, muss er sich anstrengen und ganz bei Null anfangen. Du trägst größtes Maul, oder? Nein, es. Okay, also Small.
Nimm die Brille ab. Glass off. Ja. Der eine spricht Englisch, der andere Usbekisch und Russisch. Zur Verständigung nutzen sie Google Translate. Du musst im Moment gar nichts machen. Schau mir einfach zu, wie ich die Aufmerksamkeit der Leute gewinne, damit sie bezahlen. Möchten Sie ein Foto? Dann geben Sie mir Geld. Oh nein, ich habe kein Geld. Nicht? Kein Geld? Kein Foto. So ist das. Wenn du die Fahne schwenkst, gib mal her. Ja, siehst du, so. Dann sagst du, Ruhm der Ukraine. Du musst mehr essen, um zuzunehmen. Der Mann, den du imitierst, ist viel dicker als du. Wenn sie ein Foto mit dir machen, erinnert sie das an die Ukraine. Wenn du ihnen einen Dienst erweist, musst du dafür bezahlt werden. Nein, wir könnten noch was anderes machen. Ein Clip oder Film drehen, ein Interview. Solange der Krieg andauert, sollten wir so kein Geld verdienen. Ich kann nicht 5 Euro von jedem verlangen, der mit mir ein Selfie machen möchte. Im Moment ist Krieg in der Ukraine. Klar, ich bin nicht der echte Zelensky, aber ich sehe ihm ähnlich. Jeder erkennt mich. Ich sollte nicht so herumlaufen und damit Späßchen treiben. Tief im Inneren fühle ich wie Zelensky. Ich spüre diese Last und fühle mit ihm. Deshalb gefällt mir das hier gar nicht. Tut mir leid. Der falsche Kim kultiviert seit 10 Jahren ungeniert seine Ähnlichkeit, um sein Vorbild Kim Jong-un ins Lächerliche zu ziehen. Seine Methode ist die Provokation. Im Frühjahr 2018 ist Howard in Singapur. Am Rande eines Gipfeltreffens von Trump und Kim Jong-un spricht er zum US-Präsidenten. Ich bin schon in Singapur. Es ist fantastisch. Es ist wie in Pyongyang, nur mit viel gutem Essen. Ich habe hier eine Durianfrucht und Reis mit Huhn. Komm her. Ein Jahr später veralbert Howard am Rande eines erneuten Gipfeltreffens in Vietnam den rituellen Händedruck, ehe er von der Polizei verhaftet wird und ausreisen muss. Bei seinem Europaaufenthalt im Sommer 2022 überlegt sich Howard, falsche Happenings zu inszenieren. Mit dem falschen Zelensky und dem falschen Putin, der zu ihnen nach Berlin gekommen ist. Von den dreien ist Howard der Einzige, der seine Ähnlichkeit zum Beruf gemacht hat. Er gibt deshalb den Ton an. Okay, Leute. Der Plan für heute ist, zum Brandenburger Tor zu gehen. Ich stelle mir das so vor, dass du, Putin, den Ort genau besichtigst. So, als ob du eine neue Invasion in Deutschland planen würdest. Komm in Tarnhose mit nacktem Oberkörper, das wäre toll. Die deutschen Frauen würden ausrasten. In Militäruniform in Berlin, das ist keine gute Idee. Vergiss nicht, Russland führt immer noch Krieg. Heute Nacht fielen wieder Bomben auf die Ukraine. Wir sollten uns jede Geste genau überlegen. Respektiere bitte meine Entscheidung. Ich spiele da nicht mit. Ich ziehe mich nicht aus. Das würde Putin nur den Rücken stärken. Okay, let's go. Go. Come on. Come on. Back.
Treten Sie zurück, sonst werden Sie alle hingerichtet. Berlin ist ein besonderer Ort. Hier fanden viele historische Ereignisse und Tragödien statt. Was heute in der Welt passiert, ist eine Wiederholung der 20er Jahre. Unglaublich! Natürlich ist es eine gute Sache, Parodien für den Kampf einzusetzen. Heute bin ich aber nicht ganz überzeugt, dass wir dafür am richtigen Ort sind. Ich möchte Dankeschön sagen. Ein großes Dankeschön. Ihr seid meine Freunde, Kollegen. Wie soll ich es anders sagen? Ihr seid meine Retter. Danke. Der falsche Selenskyj hat das Flüchtlingslager in Weeze verlassen und ist in einen Vorort von Berlin gezogen. Hier wartet er auf seinen Asylbescheid und er hat Arbeit bei einem Karosseriebauer gefunden. Niemand hier kennt ihn und seine Familie ist weit weg. Du nimmst dieses Teil ab und montierst es auf der anderen Seite. Gut, und dann polieren? Ja, polier es schön glatt. Meine Frau und meine Kinder zählen auf mich. Ich schicke ihnen Geld, um ihnen zu helfen. Es freut mich, dass andere finden, dass ich Ähnlichkeit mit einem großen Mann habe. Einem aufrichtigen, mutigen, heldenhaften Mann. Am liebsten möchte ich ihm sagen, du bist der größte Held der Welt, der mutigste aller Präsidenten. Du bist stark. Sorge dich nicht. Die Zukunft steht uns offen. Alles kommt in Ordnung. Die Ukraine hat es immer gegeben und es wird sie weitergeben. Sobald ich meine Papiere habe, wartet Hollywood auf uns. Howard hat große Filmpläne für mich. Er schreibt gerade an dem Drehbuch. Es ist ein Film über den Krieg, über Selenskyj, über sein Leben. Sie sind beinahe nicht mehr sie selbst und auch nicht wirklich jemand anders. Ihr Aussehen hat ihr Leben verändert, auch gegen ihren Willen. Wenn du dein Aussehen verändern könntest, würdest du es tun? Nein, denn es ist mein Gesicht. Auch wenn es aussieht wie Putin. Es ist aber immer noch mein Gesicht. Ich will nicht mein Aussehen verändern. Ich will auch keine plastische Chirurgie. Das würde ich nie machen. Würdest du was verändern? Auf keinen Fall. Ich mag dieses Gesicht. Sie wissen, sie können die Welt nicht verändern, aber sie spielen mit der Idee, Einfluss zu haben und beschwören auf dem Parkplatz den Frieden zwischen Russland und der Ukraine.